indem er voll einsteigt, macht da Foucault immer guter Dinge. Der Franzose, der in diesem Jahr endlich auch mal einen Weltcup gewann, nämlich den Massenstart in Antholz. Er war Zweiter im Sprint und die Reihenfolge und die Platzierungen, und das ist schön übersichtlich, sehen Sie an den Startnummern. Also an Peiffers, Klausthal, Zellerfeld hat die Startnummer 1. Es war sein dritter Weltcupsieg, den er hier gefeiert hat in Presque Isle auf sehr, sehr überzeugende Art und Weise mit fehlerfreier Schießleistung gegenüber Martin Foucault, der in der Loipe ein kleines bisschen schneller war, aber einen Fehler hatte. Los geht's mit dem Verfolger hier in Presque Isle auf einer Strecke, die ihm besonders liegt, wie er selber sagt. Eine Strecke, bei der man sehr viel tun muss, arbeiten muss. Das muss man überall, aber es gibt natürlich auch vom Charakter, vom Gelände her Unterschiede. Und da hat sich Arne Peiffer eigentlich sehr, sehr schnell angefreundet mit diesem Kurs. Und Martin Foucault, eher in der Mixed-Staffel nicht dabei, die ziemlich dünn besetzt war, das kann man nicht anders bezeichnen. Und das ist eigentlich noch sehr, sehr optimistisch formuliert. Ivan Ceresov, viermal schon Dritter in dieser Saison, auch mit der Mixstaffel gestern. Er hat sich nicht geschont. Ich bin sicher, die Russen hatten sich mehr ausgerechnet in der Mixstaffel, aber das lag ein bisschen an Natalia Guseva, die da nicht ganz hat mithalten können. Tarjebø ist auch schon draußen. Der Spring ins Feld aus Norwegen, der nicht mehr ganz so schnell die Rennen angeht wie noch am Anfang der Saison. Da war er wirklich kaum zu bremsen. Dann kommt der lange Karl-Johan Bergmann aus Schweden, Markus Windisch, der sechste Platz hier, war die beste Platzierung überhaupt im Weltcup für ihn. Christoph Stephan auf dem Weg, sich richtig gut zu stabilisieren. Mit der Nummer 7 hat das Rennen jetzt auch aufgenommen. Dahinter dann Lukas Hofer und Alexis Böff, Sergej Setnev, Michael Sleschinger und Andi Birnbacher mit der 13, damit auch schon draußen. Und der Skistand heute wirklich in gutem Zustand, allerdings etwas gefährlich ist die Sache schon. Ich habe hier eine ganz, ganz klitzekleine Kabine, die man normalerweise dazu benutzt, um die Parkwächter unterzubringen. Man hat eine Kabine davon hier hochgestellt. Ich habe so ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in diesem Stadion. Alle anderen sitzen irgendwo im Pressezentrum, aber mich hat man hier direkt mitten in die Zuschauer gepflanzt. Ich sehe den Skistand ganz wunderbar, habe eine perfekte Aussicht und habe natürlich auch eine perfekte Atmosphäre um mich herum. Hat schon was. Viele sagen, die Kabine sei zu klein, groß ist sie nicht, aber dafür ist sie nagelneu und ziemlich charmant. Aber das nur so nebenbei. Überhaupt kein Grund zur Klage, die Heizung funktioniert wunderbar. Internet geht auch, also was will man mehr? Tarjebø hat er ein bisschen aufholen können. Nein, ganz im Gegenteil sogar. Er hat leicht verloren. Der gute Karl-Johan Bergmann kommt Tarjebø sogar etwas näher. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Wenn man auf die ganz großen Fahnen sieht, der Nationen, die am Skistand angebracht worden sind, dann hängen manche sehr schlaff runter. Aber wenn man auf die ganz kleinen Fahnen sieht, die dort angebracht sind, wo der Schütze sich aufhalten muss, wo jetzt Arne Peiffer hingeht, dann sieht man, wie sie hin und her schwenken. Liegend, liegend, stehen, stehen. Das ist die Vorgehensweise. Er dreht ein bisschen am Diopter. Fürchtet der Wind von links, ich nehme an, und trifft. Sehr gut. Wenn er so weitermacht, dann lernt er die Strafrunde nicht kennen, Arne Peiffer. Er sagt selber, das muss was Wunderliches sein, wenn man um das Haus herumlaufen muss. Aber ich muss es nicht gesehen haben. Und er bleibt dieser Devise treu. Martin Foucault. Das war schon mal ein prima Auftakt. Die anderen müssen nachziehen. Schießt langsam Foucault. Ungewöhnlich langsam. Und er trifft einmal nicht. Oh, das ist natürlich sehr, sehr bitter für Foucault. Siegfried Maase sieht das auch nicht besonders positiv. Ceresov, auch er trifft nicht. Also jetzt spielen sie an Peiffer herrlich in die Hände. Ceresov einmal ums Haus rum. Und ich achte ein bisschen auf Tarjebø. Bergmann, Strafrunde. Und Tarje bleibt fehlerfrei. Und damit
kommt Taribö als zweiter Erstball raus. Aber eines ist auch klar, er kommt nicht näher an Arnd Peiffer heran. Und jetzt Lukas Hofer, Christoph Stephan, Markus Windisch, Sergej Sednev, Michael Fleschinger, Andi Birnbacher. Die Franzosen stark. Pöff ist wirklich ein guter Schütze. Fehlerfrei. Windisch fehlerfrei. Super Markus. Lukas Hofer. Michael Fleschinger fehlerfrei. Andi Birnbacher auch fehlerfrei. Der offizielle Version, der wollte nicht die Staffel laufen, was ich für völlig unsinnig halte. Judoff fehlerfrei. Vincent Joy auch. Aber alles hinter Arnd Peiffer. Christian Stäbler aus der Schweiz ist da. Lukas Bauer aus Slowenien auch. Clemens Bauer, pardon. Benjamin Weger, zwei Strafrunden. Stäbler eine bis jetzt. Die Lorenzi eine. Und Julian Eberhard, Sven Grossecker für die sehr arg gebeutelte österreichische Mannschaft. Julian und Eberhard und Sven Grossecker haben wir. Ja, ein toller Typ, den die deutsche Mannschaft hier aufweisen kann. Ja, Abstand war übrigens zu Taribö 46 Sekunden beim Start. Jetzt sind es 53,3. Hat selbstverständlich am Skistart nach wie vor die Ruhe. Martin Foucault mit zwei Runden immer noch auf der vierten Position. Hinter ihm ist Ivan Ceresov, aber zwei Strafrunden hat Martin Foucault im Liegenanschlag sich eingefangen. Das ist schon ziemlich krass. Und eher ungewöhnlich. Alexis Böff auf der sechsten Position. Und jetzt kommt mit der 6 Markus Windisch. Und Andi Birnbacher mit der 13. Und wie gesagt, es ist nicht tiefes Geläuf. Es ist schwer. Der Ski gräbt sich ein. Das ist keine glatte, saubere Fläche, bei der Ski-Weltmeisterschaften in Ruhpolding. Da hat er dann zum ersten Mal so richtig zugeschlagen und sein Talent auch angedeutet auf sehr, sehr überzeugende Art und Weise. Also Dritter geworden im Sprint im Übrigen. Hinter Schipulin und hinter Florian Graf. Ah, da hat er Glück. Der ist Zentrum fast. Oh. Lieber Arndt, ein Stoßgebet zum Himmel, denn das waren mindestens zwei Randtreffer, die er hier hatte. Aber unbenommen davon, es ist eine Nullrunde und das ist das Beste, was es geben kann. Und damit setzt er die Konkurrenz weiter unter Druck. Jammer, rechts Jan Wüstenfeld, der früher auch mal ein Weltcuprennen gewann und jetzt als Mannschaftsarzt funktioniert, seine Ehefrau Katja Wüstenfeld, normalerweise an meiner rechten Seite, wird in Bälde ja Nachwuchs erwarten. Tarjebö. Tja, Arnd Peiffer hat eine Messlatte gesetzt, die hoch ist. Denn jetzt verliert auch Tarjebö an Terrain, weil er hier einmal in die Runde muss. Mindestens einmal. Ich hoffe nicht, dass das nochmal passiert. Aber jetzt ist er leicht geschockt. Sehr langsam, der Liegenanschlag bei ihm ist sowieso nicht der schnellste. Ceresov, Martin Foucault hätte jetzt die Chance. Vergibt die Chance auch wieder. Sie spielen alle Arnd Peiffer in die Hände. Der kann beim Stehen schießen. Ja, jetzt wirklich in aller Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Bergmann fehlerfrei, alle anderen bis jetzt mit Fehlern. Sleschinger, Windisch, was macht denn der Markus? Das ist zu hektisch, Hofer auch. Das ist ein bisschen ohne Sinn und Verstand. Andi Birnbacher eine Runde. Christoph Stephan ist am Skistart momentan. Also jetzt ist richtig was los um das Pressezentrum herum. Die Aktiven haben ja auch gesagt, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Vor allem im Verfolger können wir gar nicht einschätzen, wer ist wo. Aber ich kann eines einschätzen, Christoph Stephan knallt sich gerade ganz fürchterlich raus. Drei Strafrunden auch für Christoph Stephan. Junge, Junge. Das ist alles bitter. Ja, dieser Verfolger hat natürlich auch folgende Bewandtnis. Man fühlt sich unter Druck gesetzt. Man ist irgendwie in Versuchung, dass man schnell schießt.
Sikora tut das, Fakt tut das, die treffen Lindström auch. Und Matthias Simmen, der geht auch in die Strafe. Und Matthias Hallenbarter mit einer Runde. Oben gemeinsam liegend jetzt Benjamin Weger und Christian Stäbler, die Schweizer. Und hier ist diese Übersicht, die Ann Pfeiffer natürlich jetzt als ganz, ganz großen Favoriten ausmacht. Aber auch Andi Birnbacher hält ganz prima mit momentan. Ja, mit Lillehammer, das stimmt übrigens schon, mit Bergmann, ich habe nochmal genau nachschauen müssen, er wohnt nämlich in Lillehammer. Also passt das. 1:14 Rückstand, 3 Sekunden hat er gut gemacht. Ann Pfeiffer kann sich sein Rennen wirklich souverän und sehr, sehr gelassen einteilen. Tari Bö, drittplatzierter momentan, 1:27 zurück. Da kann nur noch eines helfen, ein Ann Pfeiffer, der im Stehenschießen und einen Fehler stehend hatte. Und jetzt muss Ann Pfeiffer, und das kann der, die Ruhe bewahren. Wieder ganz vorne auf den Schießstand Nummer 1, der vom Wind her berechenbar zu sein scheint. Selbst wenn er eine Strafrunde gehen muss, ist das geschenkt. Wer das geschenkt? Das muss aber nicht sein, das macht er auch nicht. Jetzt kommt der Wind auf, Sie sehen das. Das ist jetzt nicht unbedingt sein Fehler. Das war sehr schwierig jetzt. Klasse gemacht, denn man muss bedenken, in diesem Augenblick, in dem er den vierten Schuss hätte abgeben wollen, pfeift eine richtige Bö rein in den Schießstand und da muss Ann Pfeiffer genau das tun, was er gemacht hat, nämlich erstmal sich wieder zurücknehmen, nochmal neu aufbauen. Eine Strafrunde in Kauf nehmen und dann den fünften reinknallen und dann passt das alles. Aber das war sehr, sehr clever gemacht für einen so jungen Mann. Hochachtung, taktisches Geschick bewiesen in diesem Augenblick. Genau so muss man das machen. Andere werden vielleicht überrascht von solchen Situationen, aber Pfeiffer nicht. Bergmann mit seinem wunderschönen Gewehr. Das ist fast ein Kunstwerk. Er kann jetzt, wenn er fehlerfrei bleibt, aufholen. Aber er muss fehlerfrei bleiben. Tari B bleibt nicht fehlerfrei. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Bergmann macht die Sache als einziger spannend. Alle anderen schießen sich raus. Es scheint nur noch ein Zweikampf zwischen Karl-Johann Bergmann und zwischen Ann Pfeiffer zu sein. Das ist der Stand der Dinge. Im Augenblick. 36 Sekunden Rückstand. Nur noch Bergmann und Pfeiffer sind eigentlich groß im Rennen um den Sieg. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine tolle Platzierung für Pfeiffer. Das darf man jetzt schon prognostizieren. Judov, eine Runde. Schade, dass wir nicht in die Strafrunde gehen können. Ich hätte mir gewünscht, so eine Kamera direkt oberhalb des Pressezentrums, oberhalb dieses Hauses, damit man diese Strafrunde mal von oben sieht. An die Birnbacher Runde, Simon Fakat, der erste Fehlschuss, Maximow zweimal in diese ominöse Strafrunde um das Haus herum. Das ist Simon Fakat, der Bruder von Martin, mit 2 Runden, auch er jetzt ordentlich bedient. Lindström, Bailey. Mit der 10 Zetnev, Sikora, was lieber Herr Gesangverein. Das ist schon bitter. Also, das ist kein Schießen mehr, das ist Reaktionsschießen, das ist Wegknallen. Die einen treffen, die anderen nicht. Hofer trifft alle und das im stehenden Anschlag. Auch Marcel Schrey, der fast seinen Stock vergisst. Markus Windisch, eine Strafrunde bis jetzt. Das bleibt auch dabei. Hier ist er mit der Startnummer 6. 50 Sekunden. Alexis Pöff ist fehlerfrei geblieben. Deutschland, Schweden, Frankreich und dann Judo von Ceres auf die Russen. Und wir machen schnell eine kurze Pause und dann gibt es die Entscheidung im Verfolger von Presque Isle. Ann Pfeiffer
auf dem Weg vielleicht zu seinem vierten Weltcupsieg, zum ersten Doppelschlag bei einer Veranstaltung, bei der hier in Presque Isle. Es ist nicht so selten, dass der Sprintsieger danach der Sieger des Verfolgers wird. Aber die Art und Weise, wie Arne Pfeiffer hier auftritt, ist das wirklich phänomenal. Er ist im Grunde der einzig harte Konkurrenz noch, Karl-Johan Bergmann aus Schweden. Fünfter im Sprint in diesem Jahr, auch schon Sechster in Antholz. So eine Achterbahn der Gefühle, die Karl-Johan Bergmann bisher absolviert hat mit der Neuen. Das ist Alexis Boeuf aus Frankreich. Der kann nicht mehr mithalten. Teresov versucht es. Er wird auch ein ganz, ganz heißer Kandidat sein für die Weltmeisterschaften in Chanty-Mansijsk. Dieser Martin Fourcade, sehr sympathisch im Übrigen. Und einer, der unglaublich kämpfen und fighten kann. Man sieht, wie Chudov Schwierigkeiten hat, diesem Tempo zu folgen. Er versucht es, er bemüht sich, aber wenn er da natürlich dranbleibt und über seine Verhältnisse in dieser Runde geht, dann wird er im Stehenschießen völlig wegkippen. Das ist die Gefahr, der er sich jetzt momentan aussetzt. In dieser Abfahrt profitiert er, das sieht man auch schön, vom Windschattenfahren. So zurückhaltend, ohne Übertreibung. Bergmann, 30 Sekunden dahinter. Das heißt, eine Strafrunde bei fehlerfreiem Schießen von Bergmann könnte sich Pfeiffer auch noch leisten. Aber es wird jetzt am Schießstand ein bisschen kribbeliger. Eine hat er jetzt, zwei sollten es nicht werden. Es ist nicht leicht jetzt. Der Wind ist böig, zwei. Drei Strafrunden an Pfeiffer, Junge. Schmeiß es nicht hin, alles. Karl-Johan Bergmann hat das aus dem Augenwinkel natürlich gesehen. Eine Strafrunde ist zu kompensieren. Wenn Bergmann jetzt alles trifft, dann läuft das auf den Schweden hinaus. Aber es ist jetzt nicht leicht momentan am Schießstand. Wohlgemerkt, der muss auch jetzt treffen. Der Karl, der Johann und Alexis Boeuf. Auch der ist gefährlich. Zwei. Bergmann, schaut gut aus, Junge. Eine Runde. Zwei, die letzten zwei nicht getroffen. Und jetzt Alexis Boeuf. Das ist jetzt für mich ein ganz heißer Wurm. Boeuf, eine Runde. Eine nur, Alexis Boeuf. Jetzt ist es schade, dass wir die Strafrunde nicht im Blick haben. Denn genau das möchte ich eigentlich jetzt sehen. Die Strafrunde ist nämlich jetzt das entscheidende Kriterium um das Haus herum. Hier geht Alexis Boeuf raus. Hier rechts sehen Sie die Zuschauertribünen. Dahinter ist das Pressezentrum oder dort oben. Und dort links herum. Links herum um diese Hütte muss er gehen. Arne Pfeiffer kommt jetzt, aber der kommt noch nicht raus, der muss noch mal rein in die Runde. Hier sehen wir das auf der rechten Seite. Also jetzt wird es natürlich ganz, ganz extrem. Extrem spannend, was die Strafrunden betrifft. Boeuf ist draußen. Alexis Boeuf, der Franzose, ist draußen. Martin Fourcade, Fehler. Bergmann. Pfeiffer wird nicht mehr gewinnen können. Nein, mit drei Runden nicht mehr. Martin Fourcade, Runde. Teresov setzt sich auch ab. Pfeiffer Zweiter. 11 Sekunden hinter Boeuf. Doch, Pfeiffer kann noch gewinnen. Pfeiffer kann noch gewinnen, liebe Zuschauer. Weil er schneller ist als Boeuf in der Loipe. 11 Sekunden sind es. Und Alexis Boeuf, der wird jetzt bluten. Ganz, ganz schwerer Gang für ihn. Hier haben wir einen Pfeiffer. Hinten haben wir Karl-Johan Bergmann. So schnell kann das gehen. Aber drei Runden, das hätte ich nie für möglich gehalten. Birnbacher, Hofer sind gerade am Schießstand, Maximow auch und Jakob Fack und Labelund und so weiter. Mensch, aber auch. Ceresa 24 Sekunden zurück, Tari Boeuf 4 Runden, 39 Sekunden hinter Arne Pfeiffer. Also Tari Boeuf kommt mit den Gegebenheiten in der Loipe heute auch nicht besonders gut zurecht. Man sieht das auch, wie tief, wie schwierig das Geläuf ist. Keine einfachen Voraussetzungen. Und Alexis Boeuf läuft heute das Rennen seines Lebens. Klar, ich sag's nochmal, es fehlt ein ganzer Schwung an Leute. Aber einer mal in Antholz im vergangenen Jahr, einer wie gesagt in dieser Saison in Hochfilzen.
Sekunden der Vorsprung. Bei Kilometer 11,3 wird die nächste Zwischenzeit kommen. Alexis Böff allein auf weiter Flur. 10 Sekunden Vorsprung. Und dort hinten kommt ein Trio mittlerweile. Bergmann hat Arndt Peiffer eingeholt. Das ist jetzt auch eine Kopfsache, denn Arndt Peiffer war ja drauf und dran zu gewinnen. Dann schießt er dreimal daneben und jetzt wird er auch noch von Charesov überholt. Und jetzt tut er sich schwer, der Arndt. Jetzt tut er sich verdammt schwer. Was kann er? Was kann Alexis Böff? Viva la France! Das wird eine knautsche Angelegenheit. Ich schreibe den Arndt noch nicht ab, keine Sorge. Er macht das nicht ungeschickt, klebt sich jetzt erstmal dort hinten hin. Und dort ganz weiter hinten ist Chudov mit seiner schnellen Frequenz, der da auch so ein Kämpfer ist. Oh, und Alex Böff, ich kann mir ungefähr vorstellen, was in ihm momentan vorgeht. Wollen jetzt einige die Entscheidung suchen? Charesov zumindest scheint noch irgendwo Kräfte gefunden zu haben. Unglaublich, Charesov greift an diesem Anstieg an. Bergmann dahinter, Arndt Peiffer versucht dran zu bleiben. Noch ist er dran und Chudov ist auch noch irgendwie mit im Spiel und da hinten kommt Harjebü. Aber der ist nicht so frisch, nein. Auch wenn die letzte Runde natürlich nochmal alle Körner freigibt, die irgendwie freizusetzen sind. Böff hat den Vorsprung unglaublicherweise sogar ausgebaut. Oh, das ist natürlich toll. Alexis Böff, na, da reiht er sich ein in die französischen Sieger. Natürlich wie Raphael Poré, wie Vincent Defran, wie Vincent Auger. Und das sind die französischen Trainer Mase und Giacchino. Er macht doch den guten Eindruck. Alexis Böff, 24 Jahre alt, Zollbeamter, also der hat auch Zeit zum Üben. Und Arndt Peiffer haben sie jetzt abgeschüttelt, wie eine lästige Fliege. Bergmann und Charesov. Und Alexis Böff immer noch eine flotte Skating-Technik drauf, bei Kilometer 11,8 im Augenblick. Ist die nächste Zwischenzeit. Er muss die hinten fürchten, er muss nicht Arndt Peiffer fürchten, der ist weg. Arndt Peiffer ist momentan zumindest weg. Charesov und Bergmann, der in dieses Tiefe, in diesen tiefen Schnee auch einsinkt. Charesov etwas leichter als Bergmann. Hier merkt man, wie der Ski fast klemmt bei Bergmann, wie er steht. Charesov momentan mit den besseren Chancen. Auf zwei, wohlgemerkt. 700 Meter, 600 Meter hat Alexis Böff noch vor sich. Tja, und der, mein Namenskollege Siegfried Mase, der wird sich heute auch wundern, ein neuer französischer Sieger mit Alexis Böff. Und das wird er werden, da kommt er um die Ecke und um die kommt nur einer. Der Sieger heißt, zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnt ein Weltcuprennen, Alexis Böff aus Frankreich. Starke Sache. Ganz, ganz starke Sache. Zwei Strafrunden und Charesov wird Zweiter und Bergmann wird Dritter und Peiffer wird Vierter. Arndt Peiffer ist auf dem letzten Kilometer ziemlich eingegangen. Er hatte Glück, dass das Rennen jetzt zu Ende ist, denn da hinten ist noch Chudov recht nah herangekommen. Diese drei Strafrunden haben Arndt Peiffer unheimlich viel auch an Substanz gekostet, an körperlicher, aber auch an psychischer Substanz, ganz klar. Das hat in ihm gearbeitet. Geht nicht anders, ist so, muss so sein, wenn man lange ganz, ganz oben steht und dann plötzlich mit drei Schießfehlern bei sicherlich nicht einfachen Windverhältnissen den Sieg aus der Hand gibt, tut das natürlich schon ein bisschen weh. Taribö im Übrigen ist Sechster heute geworden. Was hat das für Auswirkungen auf den Weltcup-Gesamtstand? Keine. Taribö bleibt natürlich vorne, wird heute noch ein paar Punkte dazu gewinnen. Und dass Svensson nicht dabei ist, hat nur Martin Foucault noch ein paar Punkte gemacht, aber der Abstand zu allen anderen ist für Taribö größer geworden. Andi Birnbacher ist im Ziel, wird von Lukas Hofer noch in Schach gehalten. Hofer 8., Andi Birnbacher 9.
Und für Andi Birnbacher waren das hier und heute drei Strafrunden. Tja, Hendrik Gabilund ist im Ziel und jetzt trudeln sie langsam alle ein. Der Sieg aller, so geht dann Alex Pfeff aus Frankreich vor Ivan Charessa von Karl-Johann Bergmann und der Sprintsieger an Pfeiffer wird auf der letzten Runde noch abgefangen, wird Vierter.